So, da sind wir mal wieder bei Dave the Driver. Ja, oh, ich muss erstmal das Rechner wechseln mit der Tastatur und der Maus. So, wo waren wir denn? Ach so, das letzte Mal war ja der VIP da. Und der will ja spezielle Zutaten haben. Na. Okay, das ist unser Silbertrophäe. Wir müssen erstmal alles wieder liken hier. Okay, Rangaufstieg. Silber haben wir auch schon. Wir haben auch schon. Wir haben sogar fast schon Gold. Krass. Okay, Diamant und Platin haben wir auch schon fast. Wo waren wir denn zuletzt? Okay, das ist die To-Do-Liste. Die müssen wir noch abgeben. Das heißt, der VIP würde heute kommen. Marinka, da können wir auch noch was updaten. Ja, haben wir ein paar mehr Fische gefunden. So, aber wir gehen erstmal auf das Boot. Denn. Ach, auf das Boot. Zu unserem Sushi-Laden. Denn. Ich wollte nämlich wissen. Ach so, das haben wir noch gar nicht gemacht. Ach, da muss ich echt noch bis morgen warten. Na, okay. Wir haben Zutaten. Ach so. Stimmt, die müssen wir noch verkaufen. Die werden ja eh nicht mehr frisch sein morgen. Also verkaufen wir sie lieber. So. Eher die Sachen eh vergammeln, können wir sie auch besser verkaufen. Na komm, erstmal alles. So. Ist die Frage, was angeln wir denn heute? Ich weiß es noch gar nicht so genau, aber ich habe keine Lust, nämlich immer wieder dasselbe zu angeln. Ich weiß gar nicht, wie das mit Seetang aussieht. Ah, ich habe die Qualle verkauft. Okay, dann müssen wir sie heute neu fangen. Egal, die wäre eh, glaube ich, heute Abend weg gewesen. Also von da an. Wurzelmundqualle. Wo gab es die nochmal? Ich glaube, die war in der Höhle drin. Ich denke, ich sollte zuerst anrufen. Ach so. Hä? Aber wen? Was ist das? Hast du etwas Neues entdeckt? Nein, darum geht es nicht. Verstehe. Sag mir, Chef, wenn du uns auflegst, siehst, was auch immer es sein mag. Wen soll ich denn anrufen? Worum geht es? Worum geht's? Ich bin gerade in der Bücherei. Okay, das hatten wir auch schon. Yoshi? Es geht nicht mehr dran. Duff? Ah! Warum bist du so wütend? Ich habe eine limitierte Version der Les-Schadenfigur bestellt, aber sie ist seit über einer Woche nicht gekommen. Ist das zu glauben? Ja, warte mal, war seine Stimme nicht anders? Sie kommt mit einer Seriennummer und einen limitierten Kunstband, den es nur bei dieser Fassung gibt. Wow, beruhigt dich ein bisschen. Alles scheint sich wegen der Lieferstopps aufzuregen. Ich glaube, es muss eine Art Unfall gegeben haben. Um zu erkennen, was sich geht, benötige ich Tiefsichtstirnlampe. Oh, natürlich habe ich so etwas in meinem Lager, aber ich kann sie dir nicht umsonst überlassen. Es gibt eine Bedingung. Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Bitte finde Lees Schadensfigur. Sie befindet sich in einer pinkfarbenen Lieferbox. Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Ich habe für dieses Paket besondere Behandlung angefordert. Somit sollte es eigentlich nicht fortgespült werden. Wenn das Schiff, auf dem sie transportiert wurde, gesunken ist, sollte sie irgendwo in der Nähe sein. Finde sie für mich und ich gebe dir die Tiefsichtstirnlampe. So, als erst muss ich den Standort von dem gesunkenen Lieferschiff finden.
Ich glaube, das war nämlich die Aufgabe. Ah, da stand auch Rufe Duff an. Warte mal. Nee. Bevor wir jetzt tauchen, wir gucken erstmal, dass wir mal upgraden. Mehr Sauerstoff. Ja, mehr Leben. Das sollte auch erstmal reichen. Wir können eh nichts mehr machen. Gut. Dann wollen wir mal ins kühle Nass gehen. Was sagen wir denn heute? Ich glaube, der Hai ist schon mal nicht verkehrt. Der Hai bringt viel Bonus. Da sind wir wieder. Okay. Erstmal das Übliche. Mal gucken, was es diesmal so gibt. Okay. Nehmen wir mit. Ein bisschen Olivenöl. Sowas wird ja zum Glück nicht schlecht. Ah, die braune Muschel können wir auch mitnehmen. Nee. Schrot ist besser. Jetzt müssen wir erstmal wieder die Höhle finden. Ah, ich habe die Harpune noch gar nicht. Ah, doch, habe ich doch. Bin ich doof. Egal. Weiter geht's. Ja, Samurai-Schwert nehme ich mit. Na, komm her. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall was gesichert, was Fisch angeht. So. Alles klar, was haben wir hier? Salz. Ich glaube, Salz ist auch nie verkehrt. Oh, ah! Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass der jetzt schon gefangen wird. Aber gut. Dann ist es eben so geschehen. Und da können wir... Ah, guck mal einer an. Guck mal einer an. Mein Freund, der Hai. So, das war's mit dem Hai. Guck mal, das Wichtigste hätten wir sogar schon. Schön. So, was haben wir hier Schönes? Ah. Okay, den können wir jetzt ausnahmsweise mal gebrauchen. Okay, das ist der Sägefisch. Aber den will ich jetzt nicht. Irgendwie will ich heute Tintenfisch haben. So. Heute gibt es noch ein bisschen... Tintenfisch auf der Speisekarte. So. Ein bisschen Tintenfisch kann ja nicht schaden. Was haben wir hier? Ja gut, wir wollen jetzt keinen Fisch fangen. Sojasauce. Ja, wir brauchen die Qualle heute. Noch. Ja, komm her. Du meinst schon unbedingt zu mir zu wollen. Oha. Okay, wir müssen mal ein bisschen auf unser Inventar achten. Dich wollte ich haben. So. Oh ja. Zur Not muss ich gleich was wegwerfen.
Vielleicht mache ich das doch jetzt sogar schon. So. Sind wir auf jeden Fall schon mal wieder unter dem Gewicht. Oh, das war's mit dem Antrieb. Da haben wir auf jeden Fall schon mal Sauerstoff. Das ist schon mal gut. Müssen wir nämlich gucken, wo die Höhle wieder ist. Ah. Es ist auf jeden Fall immer wichtig, erst sich zu beschweren und dann sich zu freuen. Ah! Nein, du drängst mich jetzt nicht in die Stacheln rein. Die Strömungen sind ganz schön gemein. Die wollen einen immer in die Stacheln reindrängen. Ja, es ist nur die Frage. Ah, guck mal. Warte mal. Ah! Frage, holen wir jetzt noch mehr? Oh, die Netzkanne. Oh, die Netzkanne. Sie ist speziell lebendig für... Okay, so schnell kann ich nicht lesen. Auf jeden Fall scheint sie gut zu sein, um lebendige Fische zu fangen. Ein Kilo wiegt so eine Qualle. Ja, ganz schön doof. Ha. So. Ich denke mal, das ist gar nicht mal so schlecht, dass wir die gefunden haben. Ich weiß ja, dass wir auch noch ein Aquarium kriegen. Oh, Sauerstoff. Und... ich weiß auch, dass wir da Fische lebendig... wenn wir sie lebendig fangen, sie dort ansiedeln können. So, dass sie ganz viele Fische machen. Wie tief bin ich eigentlich? Ach da. Blaus. Okay, das ist zu tief. Haben wir denn eine Rettungsmöglichkeit? Ich habe jetzt keine wieder gesehen gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier lang schwimmen soll, weil da war ja ein Sägefisch. Hm. Werden wir sehen. Was haben wir hier? Hier ist ein... ach, guck mal. Das ist doof. Das ist sehr doof. Okay, gut, du weißt nicht mehr, wo ich bin. Das ist schon mal gut. Flakon. Ah, guck mal. Das heißt, wir können jetzt nochmal hier komplett aufs Maximum gehen. Warte mal. Sollen wir den dann doch vielleicht erlegen? Können wir das denn so ohne weiteres machen? Ah, zick! Wow! Ah, es bringt nichts bei ihm! Z! Ich hab Z! Es ist bestimmt die englische Tastatur. Yo! Hau! Ab. Nein, nicht schon wieder.
Tatsache! Oh, Gott sei Dank. Das war knapp. Ich hatte jetzt keine Lust, alle Fische zu verlieren. Hui. Hui, 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 hui. Okay. Wir haben auf jeden Fall wieder einen Kopf. So, er ist glücklich, ich bin glücklich. Das können wir uns jetzt schon mal für ein Upgrade holen. Ach komm, den können wir uns mal holen. So, dann wollen wir doch mal direkt... Was haben wir denn hier? Ah. Okay, wieder 30 Forschungspunkte. Ah, da war da noch mehr. Okay, das haben wir schon alles, alles klar. Schon wieder hier was? Achso, mal der Marinka. Was haben wir hier? Achso, die sind nur neu, alles klar. Gut, dann wollen wir doch nochmal runtergehen. Auf ein neues. Ich habe so Muskelkater an den Beinen. Eigentlich speziell gesagt sogar an den Oberschenkeln. Ich wollte eigentlich Sport machen, aber ich dachte mir, komm, lass das mal lieber ein bisschen mal ausruhen, obwohl man dagegen trainieren soll, aber nee. Ich wollte es mal ganz in Ruhe auskurieren lassen und mache morgen wieder Sport. Der erste Hai war doch jetzt hier sogar schon, ne? Den nehmen wir mit. Was haben wir hier? Oh, Upgrade. Schön. Hallo, mein Freund, der Hai. Oh. Ach, guck mal, den haben wir sogar gebraucht. Ah, das ist ja er auch direkt. Ihr bekämpft euch nicht gegenseitig, ne? Komm schon. Ich wollte dich einfach nur vergiften. So. Okay. Den hätten wir wieder. Erstmal Munition holen. Hier war ja zum Glück etwas. Das können wir direkt mitnehmen. Ach komm, nehmen wir Holz auch mal mit. Man weiß ja nie, wofür man es braucht. Mal gucken, ob wir noch einen Hai finden. Da können wir direkt mal den Kopf upgraden, wenn wir schon dabei sind. Ah ja, ich muss ja drehen. So. Hey. So, Sojasauce. Das nehmen wir jetzt auch mit. Guck mal, da fällt mir doch gerade ein, wir brauchen doch noch einen, oder nicht? Ja, so schnell geht's. Du kriegst mich nicht.
so lustig, dass man mit verschiedenen Harpunen auch verschiedene Sachen machen kann. Oh, noch ein. Das heißt, wir können ein bisschen verschwenderisch umgehen, was das angeht. Aber wir haben nur noch... Sind immer nur zwei Haie dort, da? Ja, noch einer. Ja, toll. Oh, okay. Na, damit habe ich nicht gerechnet, dass wir den schon so schnell fangen. Andere Richtung, andere Richtung. So. Okay, aber... die Frage, ob wir noch einen Hai finden. Nee. Einen Schlaffall brauchen wir jetzt noch nicht. Oh. Hä? Ach, R tauschen. War das, so war das. Ah, Scharfschützengewehr. Ja, hier ist jetzt wieder die Höhle, ne? Aber zu der Höhle wollte ich jetzt gar nicht. Ah, wobei, wir müssen das Scharfschützengewehr nehmen. Ich will es ja auch herstellen können. Ah, interessant. Ich dachte, die würden weggehen. Aber anscheinend tun sie es nicht. Ach, guck mal, ich kann gar nicht woanders hin. Nee, ist Ende. Okay, gut zu wissen. Das heißt, dann ist echt immer nur ein Hai pro Level da. Das ist ja doof. Wie soll man den denn da upgraden? Er geht ja nur dann, indem man einmal in der Nacht schwimmen geht. Aber ist ja auch blöd. Ja. Okay, hier ist ein Boot, aber hier ist keine Kiste. Stimmt, wir müssen ja noch die Kiste haben. Ob wir die Kiste von Duffin jetzt schon noch? Ein bisschen Sauerstoff. Okay, das sind wieder Zutaten. Was haben wir denn diesmal? Kurkuma. Ach, guck mal, wir brauchen jetzt auch Muscheln. Okay, da ist Sauerstoff. Haben wir hier. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt beide mitnehmen können. Ja, toll, ich bin voll reingeschwommen. Da ist wahrscheinlich wieder zu tief, oder? Ne, doch nicht. Aber hier ist Sauerstoff. Schon mal gut zu wissen.
Ha! Das war's mit dem. Sind jetzt nur leicht übergewichtigt, aber... Aber egal. Ich glaube, als nächstes fangen wir mal die hier. Okay, er ist aber vergiftet. Oh, die haben ganz schön viel aus. Meine Güte. War da ein Tigerhai? War da ein fucking Tigerhai? Habe ich den richtig... Da war ein Tigerhai jetzt, ne? Na, hallo. Na, alles klar bei dir? Ja, ich habe aufgrund der Arbeit mal eine kleine Pause gemacht. Ja, bei mir ist alles gut. Ich habe jetzt das Spiel hier entdeckt für mich seit... Montag? Ich glaube, Montag habe ich zuletzt gestreamt. Ja, doch, Motor war das. Ist doch ein lustiges Spiel, muss ich sagen. Ich bin mutig. Aber irgendwie will ich auch nicht mutig sein, weil da ist ein Tigerhai. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht, mit einem Tigerhai zu kämpfen. Nee. Auch wenn ich es bereuen werde. Okay, habe ich gesehen. Aber er weiß doch nicht, wo ich bin. Ich brauche mehr Munition. Ich werde bestimmt nicht in den Nahkampf mit ihm gehen. Der Hai einfach nur. So, hä, was? Was war da? Ich habe nichts gesehen. Okay, zur Not können wir hier abhauen. Aber ich brauche trotzdem Munition. Ich will den Hai jetzt erlegen. Oder eine neue Waffe. Da ist auf jeden Fall Sauerstoff da oben. Ach guck mal, da ist auch noch Sauerstoff. Da ist auch noch Luft. Ja, Scharfschützengewehr ist zwar schön und gut. Wenn ich da unten kann ich eh nicht schwimmen. Was haben wir denn da? Ach, Schrauben. Ah, guck mal, da ist das vielleicht eine neue Waffe. Ah. Oder ein Upgrade. Ach, guck mal, das Upgrade gibt auch Munition. Das ist gut zu wissen. Dann schwimmen wir doch mal wieder zurück zum Hai. Und nächste Folge... Ach, nächste Folge. Nächsten Tag fahren wir mal die hier ab. Aber erstmal will ich diesen Tigerhai haben. Ja, das macht doch richtig Spaß. Also noch ist es im Angebot für 10%. Das ist jetzt auch in Version 1.0 erschienen. Ha! Da haben wir den Hai erlegt. Und ich bin zu schwer. Warte mal. Die brauche ich jetzt nicht. Was brauche ich denn jetzt noch nicht? Der wiegt auch so viel, ne? Machen erstmal das weg. Oh,
der wiegt 15 Kilo. 15 Kilo. Boah, okay. Das ist eine ordentliche Summe. So. Wird sein Fisch schwer genug? Oh, Zahn eines Tigerhais. Leider haben wir jetzt noch nicht das Spielzeug gefunden. Die Figur. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wo die sein soll. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die da oben in der Höhle ist, bei uns. Müssen wir nächsten Tag mal gucken. Aber erstmal hauen wir hier ab. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist ein bisschen zu laut. Ach, guck mal. Die gehen dann beide hoch. So. Okay. Ah, wir haben die Angestellten. Okay. Bewerberliste. Müssen wir gleich mal gucken. Aber wir fahren jetzt erstmal zurück zum Sushi-Laden. Ja, dann mache ich das Spiel mal ein bisschen leiser, aber ich passe. Also bei mir mit der Stimme passt das. Achso, warte mal. Okay, wir haben jetzt hier unsere Leute. Oh, Kochen 107. Oh, das... ja. Der wäre so toll gewesen. Aber nein, ich muss ja Geld ausgeben. Oh, der wäre so toll gewesen. Charme 50. Also die wäre nicht schlecht fürs Servieren. Warte mal, wir machen das erstmal anders. Erstmal gucken wir mal, was wir diesen Tag jetzt im Menü machen werden. Guck mal, den können wir veredeln. Kenne ich zwar schon, ich habe es auch schon gesehen, aber ich... Überspring das jetzt mal nicht. Weil du kennst das ja noch nicht. Das ist so lustig. Ja, er ist Koch. Vom Beruf ist er Koch. Das Spiel ist mit Absicht so übertrieben gemacht. Was los, Sammy? Was geht's? Was geht ab? Ach, guck mal, den können wir schön machen. Ach, ich müsste jetzt eigentlich nochmal... Ah, das machen wir jetzt nicht. Ich kann ihn leider nicht veredeln. Obwohl... Ne, veredeln können wir den jetzt nicht. Ich habe jetzt gerade kurz überlegt, was man machen könnte, aber nee. Fleisch eines Tigerhais. Boah, also es war schon die Tage so heiß. Okay, Tigerhai. So warm? 35 Grad? Das letzte, was ich gesehen habe, war 28. Aber mal gucken. Mut los, hm? Ja,
Okay, den müssen wir auf jeden Fall wieder anbieten. Dortmund. Guck mal, ach komm, den können. Ah, wenn ich den veredel. Ja komm, den veredeln wir auch. Den Rest bieten wir an. Na, ob sich das lohnt, ich weiß es noch nicht. Herr Barracuda lohnt sich auf jeden Fall noch nicht. Den könnte man verkaufen. Den verkaufen wir jetzt. Nee. Nee, den bieten wir an. Ja, wobei. Ich könnte erstmal alles andere anbieten. Ja, wir haben noch zwei Menüs. Das heißt, den veredeln wir. Da kriegen wir nächstes Mal mehr Kohle raus. Den können wir auch nochmal veredeln. Ne, den veredeln wir nicht. Den brauchen wir für die Quest. Den können wir aber veredeln. Wie viel habe ich denn jetzt? Eigentlich habe ich genug. Ach komm. Na, ich probiere es mal gleich aus. Ich möchte mal wissen, ob ich den gleich benutzen kann. Das siehst du, Dortmund 27. Das wird ungefähr hier auch mit 28 dann sein. Ich meine, hier war auch der letzte 28. Ah, wir brauchen aber jetzt ein bisschen Personal. Ich weiß aber nicht wen. Das ärgert mich jetzt. Ja, wobei, ich glaube, ich hatte eh nicht genug Kohle gehabt, um den zu holen. Warum ist das dann auch eh egal? Service und Kochen. 410. Kriege ich 410? Ich glaube nicht, dass ich die Zahl kriegen werde. Nee, das ist zu viel. Nee, schade. Aber nützt nichts. Wir brauchen ein. Wir brauchen zumindest einen Koch. Kochen 40. Dann nehmen wir ihn und stellen ihn dann als Koch ein. Ich denke mal, wir können die auch nochmal wieder entlassen, ne? Tauschen, entfernen, Training. Einsetzen. Ah, okay. Die andere Personal bin ich dann. Gut, dann wollen wir doch mal
Das Restaurant eröffnen. Achso. Ne, die stellen wir jetzt nicht hier. Machen wir nächsten Tag. War das denn jetzt? Achso. So. Dann wollen wir doch mal ein bisschen Sushi servieren. Ach, der VIP kommt erst morgen. So. Erstmal hier Tee servieren, denn das gibt dann ein bisschen mehr Kohle. Ja, wir müssen noch ein bisschen mal auf unsere Ausdauer achten. Oha, wir müssen auch mal das sauber machen hier. Ah, ist aber gut. Okay, das müsste der letzte sein. Schön, das gibt immer schöne, positive Wertung. Da machen wir auch noch was sauber. Gibt dann nämlich auch noch ein bisschen Kohle. So, Bancho Sushi geschlossen. Ah, guck mal, das hat doch wieder... Ah, wir haben Minus gemacht ein bisschen. Aber der Service war gar nicht mal so schlecht. Yo.